Wichtiger Hinweis und eine Information der Berliner Polizei an alle Personen, die sich hier vor dem Brandenburger Tor befinden. Sie sind hier organisiert, Sie sind bewaffnet, Sie haben die Gewalt. Also Entschuldigung mal hier, wir bezahlen hier für Deutsche Welle, ja? Wir bezahlen für Deutsche Welle und dann kann man auch filmen. Ey, hör mal, ich darf hier filmen. Hör mal, du lässt mich jetzt hier in Ruhe. Nee, weil ich euch dokumentiere. Wir zahlen für euch und wenn ich euch verstehe, dann lass mich in Ruhe filmen. Hör auf, mich hier zu bedrängen. Deutsche Welle lässt mich... Ich habe keine Lust, noch mal eine DDR zu kriegen. Ich danke dir, Mann. Yes. Würden Sie einmal kurz... Nichts! Ich habe nichts getan! Sie jetzt heute wählen mit der Sache mit dem Grundgesetz? Ich meine Sache mit dem Infektionsschutzgesetz. Ja. Ich stimme zu. Stimmen Sie zu? Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Freiheit kaufen. Ich werde das selbstverständlich ablehnen. Ich stehe für Freiheit, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das geht gar nicht, dass unter dem Deckmäntelchen irgendeiner Pandemie, die auf RKI-PCR-Tests beruht, hier so gravierende Einschnitte in die grundgesetzlich verbrieften Rechte stattfinden. Das emotionalisiert mich sehr stark, vor allen Dingen, weil ich gerade aus dem Bildungsausschuss komme, wo eine Vertreterin der Grünen tatsächlich generell die Demonstranten verunglimpft hat als Verschwörungstheoretiker, Spinner und Leute, die dringend Demokratiebildung nötig hätten. Also mir ist echt gerade Schirga was geplatzt. Und das ist so die Ansicht, die hier der gemeine Volksvertreter hat von den Bürgern, die er hier zu vertreten hat. Das sind alles Leute, die, wenn sie nicht in ihrer Meinung, der Meinung der hier Herrschenden entsprechen, sind es alles Spinner. Also das kann überhaupt gar nicht sein. Entschuldigung, sind Sie Bundestagsabgeordneter? Nee? Wie wählen Sie jetzt zu dem Gesetz? Ich bin keine Abgeordnete. Ach so, schade. Entschuldigung, sind Sie Bundestagsabgeordneter? Nein. Okay, schade. Entschuldigung, sind Sie Bundestagsabgeordneter? Entschuldigung, sind Sie Bundestagsabgeordnete? Ja, waren wir mal. Wart ihr mal? Entschuldigung, sind Sie Bundestagsabgeordneter?
durch die Polizei weiterhin gegen die in Wanderwerfer einsetzen. Folgen Sie unseren Anweisungen. Entschuldigung, sind Sie Bundestagsabgeordnete? Ja, von der AfD, ne? Ja. Genau, da ich mit mir sprechen, weil ich von den alternativen Medien bin. Okay. Der Fotograf vor dem Wanderwerfer, bitte vorsichtig. Weiter, aus. Ich würde dagegen stimmen, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass Sie so eine Umfrage hier machen. Wie bitte? Ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass hier so eine Umfrage gemacht wird auf dem Weg ins Plenum. Das darf man doch als Presse. Ich werde dagegen stimmen. Finde ich super. Wie ist Ihr Name? Ja, Abgeordnete. Na, Sie, ich meinte eigentlich Ihren Nebenmann, Sie kenne ich ja. Dann Entschuldigung, sind Ordneter? Ja. Darf ich Sie was fragen? Liebe zur Freiheit. Noch einmal umdrehen. Schön. Oh, sorry. Ja, wir wurden gegen den Baum gedrückt und dann musste ich in die andere Richtung schieben. Okay, alles klar. So, sag mal, wie wirst du denn heute wählen? Na, ich werde gegen den Antrag, gegen das Gesetz stimmen. Warum? Weil das... Ja, ich habe eine persönliche Erklärung, da kann man das halt nachlesen. Meinen Ansprüchen genügt das nicht. Tschüss. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Was soll ich Ihnen jetzt sagen? Wie haben Sie gewählt? Wo habe ich wie gewählt? Ja, jetzt wegen dem... Das können Sie gleich feststellen. Herr Namen hier ist... Nein, muss ich Ihnen nicht sagen. Es sind namentliche Abstimmungen und Sie können das dann feststellen. Haben Sie pro oder gegen? Können Sie nachlesen. Das sind namentliche Abstimmungen. Ja, aber das ist doch nicht dasselbe wie Video. Entschuldigung, sind Sie Bundestagsabgeordneter? Weiß ich nicht. Nee? Wie werden Sie denn wählen jetzt mit dem Freiheitsgesetz? Also ich bin entsetzt. Wie werden Sie denn wählen? Was Sie mir alles in Dresden erzählt werden haben. Werden Sie uns alles wegnehmen noch? Alles werden Sie uns wegnehmen. Alles nehmen Sie uns weg. In Dresden hat er aber auch wieder Veranstaltungen. Und da hat er erzählt, was er alles für ein toller Mensch ist. Was er alles machen will für die Freiheit. Ja, also Herr Dresden, Herrn Spahr habe ich kennengelernt bei Pegida-Veranstaltung in Dresden, in der Landeszentrale für politische Bildung. Und da hat er uns erzählt, wie er sich alles für Recht und Gerechtigkeit einsetzt. Alles gelogen und
mit einer Arroganz gehen die vorbei. Der hat mich erkannt, keines Wortes gewürdigt. Ne? Also, nein. Er sieht die Leute, die draußen stehen, Zehntausende, die davor stehen. Ja, das findet er nun auch noch toll. Ich weiß nicht, was Sie ihm versprochen haben. Entschuldigen Sie, wie werden Sie denn jetzt für das Gesetz wählen? Ich werde für das Gesetz stimmen. Warum machen Sie das? Danke schön, so, ich bitte. Ich nehme Freiheit weg, das wissen Sie, ne? Ich bin meinem Gewissen verantwortlich. Wie bitte? Und Sie diesem Gewissen folge ich Sie heute. Sie haben kein Gewissen. Dieser Mann. Er redet vom Gewissen und er hat kein Gewissen. Er hat absolut kein Gewissen. Wissen Sie was? Ich fürchte mich vor Menschen wie Ihnen. Und meine Wählerinnen ich fürchte und mich vor Menschen wie Ihnen, möchten, weil Sie uns sagen, wie bitte Ihre Wähler möchten. Wissen Sie überhaupt, wer Ihre Wähler sind? Sie sind eine kleine Sie sind, Minderheit. Nein, wissen Sie, mehr sind Sie kleine, kleine Minderheit. Sie wissen überhaupt nicht, wen Sie vertreten. Sie sind völlig abgehoben. Sie sind völlig abgehoben. Sie haben überhaupt kein Gewissen. Deshalb haben Sie ein freies Gewissen. Pfui.